Liebe Leute, habe die Ehre zusammen und willkommen zurück zum dritten Run von Resident Evil HD Platin. Als nächstes habe ich vor, das Spiel nur mit dem Messer durchzuspielen. Welchen Spielstand wir jetzt laden, ist irrelevant. Ich mag sowieso neue Daten, ne? Also das ist der erste Run mit Chill, das beste Ende. Das ist der zweite Run, Chill auf Normal, das schlechte Ende in unter 3 Stunden. Wir können jetzt auch schon Real Survival spielen. Das ist jetzt auch egal, ne? Unsichtbare Gegner habe ich noch nicht freigeschaltet, weil dazu muss ich das Spiel erst mit Christo spielen. Das geht noch nicht. Machen wir jetzt einfach Once Again Modus auf sehr einfach. Wieder mit Chill. Ja, ich weiß. Ah, spiel doch mal mit Chris. Nee, Messer Run mache ich definitiv mit Chill. Alleine schon wegen der Pflanze 42. Ich will mit Chill so viel wie möglich erstmal ja, erledigen, bevor ich mit Chris starte, um ja nicht vorzeitig den Bombenforest freizuschalten. Ne? Habe ich absolut keinen Bock drauf, unsichtbare Gegner zu spielen, während mir der Bombenforest im Genick hängt, die Hälfte des Spiels. Also, nee. Wichtig dabei ist, ja, am besten gar nicht erst irgendwelche Raketenwerfer, natürlich sensationell, ne? Wichtig ist, am besten erst gar nicht irgendwelche Verteidigungsobjekte einsammeln und falls ihr doch versehentlich welche einsammeln solltet, stellt hier beim Controller die Verteidigungsobjekte auf manuell. Hier, ganz wichtig, Verteidigungsobjekte auf manuell stellen, ne? Damit ihr, falls ihr versehentlich einen Dolch oder dergleichen eingesammelt habt, die L2-Taste drücken müsst. Ansonsten ist der Messer-Run verkackt. Weil ihr dürft auch keinerlei Verteidigungsobjekte benutzen. Warum habe ich kein Messer dabei? Ist es in der Kiste oder wurde es getauscht durch einen Raketenwerfer? Da muss ich jetzt mal schauen. So, Farbbändle können wir mitnehmen. Das ist kein Problem. So, ansonsten wird weitestgehend so viel ignoriert, wie es nur irgendwie geht, ne? Wenn ich gebissen werde, ich werde oft gebissen, weil so gut bin ich im Ausweichen, ne? Gibt genügend Heilung. Das Schwierigste am No, also am Messer-Only-Run ist der Crimson Head-Prototyp. Schlange ist eigentlich einigermaßen machbar und Tyrant sowieso. Also der ist am einfachsten von allen drei. Und auch hier verfolgen wir wieder das schlechte Ende. Und dann brauchen wir gegen Tyrant nicht auf dem Dach kämpfen. Haben wir hier Gott sei Dank deutlich weniger Gegner. So, dodgen. Die Hunde wären noch lustig, ja. Aber auch da sehe ich wenig Schwierigkeiten. Munition bleibt liegen. Das heißt, ich brauche natürlich jetzt auch nicht die Statue runterwerfen für das blaue Juwel. Wozu?
So, nix einsammeln, ne? Hier, Dolch brauchen wir nicht, dürfen wir nicht. Auch wenn der Dolch aussieht wie ein Messer, es zählt leider nicht. Ja. Erstmal den Schwertschlüssel. Ja, ich weiß, wir brauchen 4 Masken. Was ihr ebenfalls nicht machen dürft, Freunde, wenn ihr einen Zombie mit Messer gekillt habt, ihr dürft den anzünden, gell? Ihr dürft nicht mal einen Schuss in die Luft abgeben, selbst wenn ihr keinen Gegner trefft. Sobald ihr einen Schuss abgebt, ist der Messer-Run verkackt. Das heißt jetzt natürlich auch für uns, wir brauchen uns die Schrotflinte nicht holen. Was ich mir noch mitnehme, ist hier Heilung. Die schadet überhaupt nicht. Zumindest 2 Stück. Bei mir ist eh nicht da ein grünes Kraut, das passt. Heilung brauche ich viel. Vor allem beim Crimson Head Prototyp Zombie. Ich kriege das selten hin, dass ich da so ausweiche, dass man sagen kann, jawohl, ausweichen, messern, das kann ich nicht. Da gehe ich mit Messer und 5 Heilobjekten rein. Ne, sogar 7 Heilobjekte. Dolch holen wir uns natürlich auch nicht. Wir können uns das nicht erlauben. So, wenn man den Zombie dodgen will, was relativ leicht ist, bleibt man einfach an der Wand. Hier, zack. Ganz knapp an der Wand bleiben, dann erwischt er eine. So, hier haben wir das Messer, das nehmen wir jetzt mit, der Rest bleibt hier. Sieht soweit ganz gut aus. Speichern werde ich aktuell noch nicht. So, mal schauen, ob ich es schaffe zu dodgen. Nein. Das ist nicht so einfach. Man muss im richtigen Moment zurückdrücken, wenn er mit den Armen noch eingreift, dann kann man vorbeilaufen. Aber das ist mit der Panzersteuerung nicht gerade leicht. Am besten geht es wirklich mit der modernen Steuerung, aber ich kann das auch nicht so gut. Lass ich mich lieber ein paar Mal beißen. Das ist auch wurscht, ne? Da kann
komm schon, hänge ich wieder fest. So, Hundepfeife. Und auf keinen Fall nehmen wir das mit. Ja, das Messer können wir mal ausrüsten. Feuerzeug brauche ich noch. Hier geht es jetzt auch nicht auf Zeit, ne? Also das ist völlig wurscht. Messer. So, die Hunde werden noch ein bisschen blöd. Ich habe Heilung dabei. Genau das habe ich befürchtet. Okay, passt. Die machen zum Glück nicht so viel Schaden, ne? Den zweiten, den ignorieren wir, der würde jetzt dann auch gleich kommen. Naja. Wurscht, habt's auch geschafft. Noch passt's. Alles gut noch. Schon das Richtige? Ja, passt schon. So, dann gehe ich erstmal nach unten. Schließe dann die letzte Tür mit dem Schwertschlüssel auf. Dass der auch wieder weg ist.
Ah, es hat funktioniert, das Dodgen. Sehr gut. In dem Moment also, wenn er grapscht, zurückdrücken. So, jetzt wird er mich wahrscheinlich erwischen. Ja. Macht nichts. Alles gut. Ist ja schließlich kein No-Hit-Run. Braucht's ja nicht. Bemessen kann ich sowieso nicht. So, und auch wenn wir es natürlich nicht benötigen, Tür aufschließen. Da ist der Granatwerfer draußen bei Forest. Richard ist auch völlig wurscht. Wir können jetzt das Serum holen, wir müssen ne. Mach's jetzt auch nicht, aber wozu denn auch? Ich kümmere mich lieber um die Rätsel. Vorne, hinten, genau. So. Hier habe ich zwar jetzt eigentlich noch nichts verloren, aber ich schließe jetzt gleich die Tür auf. Ah, das ist ja nett. Der hing an der Wand fest. Sehr brav. Bin ich gar nicht mal so beleidigt. So, dann hätten wir nämlich das auch schon mal. Da drüben. Das hilft immer zu zielen, ne? Damit Chill in die Richtung guckt, wo der Gegner ist. Dass man nicht versehentlich reinläuft. Ja, jetzt kommt der Gegner, also ich weiß schon. Weiß ich. Geh weg. So, das Serum hole ich mir gar nicht erst, das interessiert nicht. Wenn wir noch ein bisschen was bunkern. Gönnen wir uns mal eine Speicherung, man weiß es ja nie, Freunde. Ne? No safe mache ich sowieso nicht.
habe ich mal versucht. Ich habe es immerhin zurückgeschafft vom Herrenhaus, von der Residenz. Aber danach hat mir der Hunter die Rübe abgeschlagen, weil ich nicht vorbeikam. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel, das Ganze. Das möchte ich nicht. Ah! Von mir aus. Macht der Gewohnheit? Nein, brauche ich nicht. Sonst kann ich mich nicht losschütteln und werde dreimal statt einmal gebissen. Das wäre sehr, 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 sehr dumm. Natürlich wieder auf Rot. Nehmen wir auf jeden mit. Alle Fünfe. Passt. Oh, Maske Nummer 2. Ohne Augen. Ja, und hier ist jetzt auch einfach weglaufen. Ich könnte auch nach oben laufen, dann wäre es kürzer, aber da ist der Crimson Head, also bleiben wir hier. Laufen wir durchs Esszimmer. So, normalerweise müsste Richard schon tot sein. Ich hoffe es, weil sonst kann ich wieder hin und her laufen, da habe ich keine Lust drauf. Ich weiß, klingt böse, ich hoffe es, dass er... Jo, er ist tot. Nein. Ich brauche das Serum nicht mehr holen. Richard ist tot. Gibt natürlich kein Kampfgewehr, aber wir brauchen sie nicht. Hat geklappt. So, der Zombie kommt jetzt dann hier in die Bude rein. Könnte noch ein bisschen eng werden. Ja, jetzt ist er da. Mal schauen, ob ich sie beide so rumziehen kann, dass ich meine heilige Ruhe habe. Nope, schaffe ich nicht. Das wird jetzt interessant. Ja, ich muss jetzt da reinlaufen. Passt. Egal, völlig egal. Immer noch gesund. Ja, es ist... Ey, passt schon.
Hey, Patient. Kannst du dich mal entscheiden? Das war nur noch dumm meinerseits. Das war einfach nur dumm. Ich hätte einfach vorbeilaufen sollen und auf das Kraut geschissen, ne? So. Gut, jetzt runter. Zum Klavier. Vorher noch das Goldsymbol einpacken. Und nicht wieder zweimal hin und her laufen. Und dann hoffen, dass mich ja nicht beißt. Sonst muss ich wieder zurück zum See herumlaufen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, Holzsymbol. Das Goldsymbol kommt später, aber ihr wisst, was ich meine. So. Jo, hat geklappt. Nach vorne und in dem Moment, wo er die Hände ausstreckt, zack, zurück. Dann könnt ihr sie dodgen, aber das funktioniert, wie gesagt, bei mir leider nicht immer. Ja, wunderbar, Freunde. Wir kommen sehr gut voran. Bis jetzt zumindest. Jetzt holen wir uns bei der Schlange noch die dritte Maske, dann die vierte, dann setzen wir sie alle ein. Dann laufe ich aber nochmal zurück, speichere ab und pack mich mit voll mit Heilung, was gerade geht. So, den dodgen wir. Jo. Nein. Ich bin ja der Oberhecht, Freunde. Ich bin ja da schon wieder der Oberhecht. Was habe ich vergessen? Die Uhr. Mei, bin ich ein Depp. Oh, Andi. Das ist jetzt der vierte Run. Bist du der Ober... Ne, der dritte. Aber ist ja wurscht. Du bist ja der Oberspezialist schon wieder. Mei. Wie schlecht. Ich habe tatsächlich das Gold-Symbol nicht in die Uhr reingepackt. Mein Gott. Das tut weh. Also ein Kamin, ne? Das Gold-Symbol und dann das Uhrenrätsel. Oh. Wie dumm. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, Hauptsache schnell, 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 ne? Da passieren leider solche Leichtsinnsfehler. Zumindest bei mir. So, meine Fresse. Ah ja, dann halt nochmal.
Oh, meine Fresse. So, jetzt bitte nicht vergiften. Wollen wir wieder eine Ehrenrunde einlegen, habe ich keine Lust. Warum nicht gleich so? So, Maske holen, abhauen. Safe, passt, wunderbar. Brauche ich nicht mehr den langen Weg laufen, das ist hervorragend. Was ich jetzt noch kurz machen werde, ist ein bisschen Heilung organisieren. Naja, ist schon recht. Da möchte ich mich noch vollpumpen mit. Servus. Zum einen hier drin. Zum einen hinten beim Kamin. Die brauche ich auf jeden Fall. Oh, reicht der Platz? Ne. Nope. Für die dritte Heilung reicht der Platz nicht, okay? So, schauen wir mal, was ich alles dabei habe. Entschuldigung. Naja, schon liegt da noch welche. Ah, stopp, stopp, stopp. Jetzt auch. Hören Sie auf. Ah, passt. Ich habe mehr als genug dabei. Aber ich brauche nichtsdestotrotz zurerst die Maske. Bunkern. So, der Schlüssel verschwindet gleich aus dem Inventar, also von daher passt es soweit. Zweimal können wir hindurchgehen, ja, das reicht eh. Einmal hindurchgehen, danach ein zweites Mal und dann interessiert es keinen mehr. Passt.
So. Jetzt muss ich halt, wie gesagt, also ich laufe jetzt zweimal hin und her. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich den Crimson Head nicht besonders gut kann im Messer-Only-Run. Drei Heilungen. Da verlasse ich mich definitiv nicht darauf. Das ist mir zu heikel. Ich setze jetzt alle Masken ein, laufe nochmal hoch und pumpe mich, also beziehungsweise ja, rüste mich komplett mit Heil-Items aus. Und vorher speichere ich nochmal ab. Augenbraue hier. Solange ihr nicht zum Sarg vorlauft, ist alles okay. Im Sarg dürft ihr nach den vier Masken auf keinen Fall vorlaufen, sonst müsst ihr gegen ihn kämpfen. Da habt ihr keine andere Wahl. So, gibt. Na, stehen wieder blöd. Gewürzprüfer. Und das Maul. Und jetzt ja nicht vorlaufen, ne? Sondern hoch. Wie gesagt, ich hau mir jetzt Heilung rein, was geht. Und speichere vorher auch noch mal ab. Ich kann es nicht garantieren, dass ich da nicht sterben werde. Ja. So. Auf jeden Fall. Sieben Heilungen, mehr kann ich nicht mitnehmen. Ja, zweimal können wir. Jetzt ist der Türgriff kaputt. Aber wir müssen hoffentlich jetzt eh nicht mehr hier zurück. Einer vor hinten. Ah, komm. Thank you.
Ja, das meine ich. Ich kann das einfach nicht. Hilft aber nichts. Oh Mann, ich sage, ich kann das nicht. So geht's. Naja, okay, es war für meine Verhältnisse 4 Heilungen. Es geht eigentlich. Für meine Verhältnisse wohlgemerkt. Ich hab schon mal alle 7 gebraucht und dann war ich auf kritisch. Also okay. Also ich weiß, gut ist es nicht. Aber ich kann es einfach nicht besser. Ja, aber mir ist das wurscht. Hauptsache ich hab's geschafft und ich hab eine Heilung übrig. Für meine Verhältnisse war das jetzt wirklich gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß, es klingt jetzt traurig und bitter, aber hey. Der schlimmste Teil ist eigentlich erledigt, kann man sagen. Der Crimson Head Prototyp. Und ich habe in Anführungsstrichen nur 4 Heilungen gebraucht. Mein Glück war, dass er mich nicht von hinten gepackt hat. Weil da ist der Schaden gleich deutlich höher. Aber ey, ich scheiß drauf. Ah, Dodge nicht geklappt. Aber das soll mir jetzt wurscht sein. Na gut. Ich darf geschissen. Hell. Böse Hund. So, wie gehabt, Freunde, machen wir genauso wie im letzten Run. Wir gehen bis zu Lisas Hütte, speichern ab und dann machen wir einen neuen Part raus. Westen.
und Blau Norden. Ich hab'n Horn, ey. Sagst du es noch und dann drückst du Westen, du Patient. Na, geht doch. So, selbstverständlich keine Magnum für uns. Brauchen wir nicht, dürfen wir nicht. Haben wir nicht. Könnte ich gar nicht, wegen Windcrest, nicht wahr? Alle nehmen das grüne Kraut mit. Aber sowas von. Okay, Freunde, dann haben wir noch was zu mischen. Nö, haben wir nicht. Ja, Lisa kam nach Hause, aber wir speichern. Okay, Freunde, der schlimmste Teil ist eigentlich erledigt. Das war der Crimson Head Prototyp. Das ist für mich persönlich der schwerste Teil. Tyrant am Schluss ist ein Witz, wenn man das schlechte Ende verfolgt. Pflanze 42, machen wir auch wieder den Witchhold. Dann brauchen wir da auch uns nicht ärgern, weil das ist auch behindert, die mit Messer zu bekämpfen. Jan geht einigermaßen. Die ist langsam, kann man im Kreis laufen, das geht schon. Ja, aber zuerst müssen wir mal als nächstes in die Residenz. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit Resident Evil HD. Viel Glück beim Erreichen der Platin. Vielleicht kriegt ihr es besser hin, gegen den Crimson Head Prototyp zu kämpfen als ich. Aber wie gesagt, für meine Verhältnisse nur in Anführungsstrichen 4 Heilungen gebraucht. Ich kann damit leben. Bis dahin, Freunde, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, ciao, servus.